Ja, hallihallo, wie geht's denn so? An sich habe ich ja Mordhau eigentlich pausiert. Allerdings habe ich ein bisschen mit dem System rumgespielt. Ich glaube, ich habe die Performance ein bisschen verbessern können. Ein bisschen steigern können. Es ist gestern, je nachdem wann das Video rauskommt, oder vorgestern, auf jeden Fall am 21. ein Update rausgekommen, Update 19. Und zwar gibt es jetzt sechs neue Perks, eine neue Waffe, neue, na, wie heißt das? Naja, dekorative Ausrüstungsgegenstände, keine Ahnung, wie viele, 60 Stück oder hoch. Ach, Scheiße, im Kreis. Ich glaube, ich habe es gerade weggemacht. Oh. Oh. Ja, auf jeden Fall, irgendwas von hier ist auf jeden Fall neu. Und ja, ich möchte da jetzt nicht länger reingehen. Hoch, ich habe hier noch mein Trainingsschwert. Ja, ich habe ein bisschen trainiert. Ja, ab und zu. Diesen Charakter, die Rüstung habe ich mir zusammengestellt. Das zeige ich vermutlich noch gleich. Diesen Charakter hier, der ist auch neu. Ja, den habe ich mir zusammengestellt, um etwas universal einsetzbar sein zu können. Jetzt habe ich allerdings vor, vielleicht hoch, ja, diesen Charakter zu klonen und einen Zwerg zu machen, weil mit dem neuen Perk, Dwarf heißt das, Zwerg auf Englisch, kann man jetzt einen Zwerg spielen von der Größe her. Ja, genau. Ich habe hier vor, erstmal Rüstung auszuziehen und so. Ah, hier gibt es ja auch neue Sachen. Das darf ich nicht wegmachen, die da, wo die Ausrufezeichen sind. Zum später zeigen. Sonst ist das alles dann weg. Das wäre blöd. Wenn man es nicht vorher gesehen hat, meine ich. Oh. Genau. Ach komm, ich nehme mal die Arbeiter-Shorts. Langschwert. Hoch. Ich hab noch Handschuhe an. Ach ja, Sanduhrstuhl. Noch was? Nö, okay. Ja, also, wir haben hier einmal Mule. Damit kann man ein zusätzliches, einen zusätzlichen Inventarplatz bekommen. Allerdings nur zum Aufsammeln von Gegenständen. Wir haben Batscher, das erhöht den Nahkampfangriff gegen Pferd um 50%. Stun, der Gegner wird paralysiert, glaube ich, heißt das übersetzt, für ein paar Sekunden, wenn er keine Ausdauer mehr hat und einen. Block von mir parieren und das und hier entwaffnet werden zu bleibt. Damit kann ich die Amu ah, damit kann hier na die Munitionsbox, die Truhe da, die wird um 33% schneller nachgefüllt. Und dann Tank. Meine ist größer. Ja. Meine ist größer. Meine hat eine bestimmte Bewegungs. Ein Bewe also. Bestimmte Schwingungen, so wie ich es verstanden habe. Meine ist gleich schnell, egal welche Rüstung man trägt. Man kriegt weniger Schaden und die Lebensregeneration ist etwas. Naja.
langsamer. Und wir haben den Warf, den Zwerg. Den möchte ich mal spielen. Und man kann den Zwerg mit dem Tank mischen. Allerdings möchte ich den mal so spielen. Und etwas das Gesicht verändern. Und zwar den Bart. Und zwar habe ich vor, den längsten Bart zu nehmen, den es nur gibt. Ja. Und ich glaube, ich habe gerade meinen Charakter etwas... Moment. Ach, Damage. Ich glaube, da habe ich gerade etwas verpfuscht. Und dich nochmal klonen. Ja. Na, so. So. Hoch, Enter geht nicht, okay. So, dann du wieder. Ja, dann Druckstulpen. So. Dann. Weg, weg, war, Langschwert kann bleiben fürs Erste. Den Körper lasse ich so. Das Gesicht genau. Der Bart. Ich glaube, das ist der längste, oder? Ist das der längste? Scheinbar. Ich sehe plötzlich so haariger aus. Stimmhöhe, ja, gut. Dann jetzt zur Ausrüstung. Da habe ich mir überlegt, dass ich den Bart vielleicht irgendwie betont lasse und mich wie einen Zwerg kleide. Allerdings weiß Touch, das ist neu zum Beispiel. Allerdings weiß ich nicht, wie gut ein Zwerg hier aussehen kann. Exalted. Lol, ich sehe aus wie die Todesstandtruppe. Ha! Cool. Ja, nee. Oh. Nee, ich glaube nicht, dass das ein Zwerg ist. Ist das ein Zwerg? Nee. Oder? So viel Neues. Oh, Moment. Das hier ist. Das ist ganz gut, oder? 6000 kostet das Ding aber. Oha. Hier gibt es hier vielleicht noch einen zwergischen Helm, der passend wirkt. General Grievous. Nein. Ich glaube, wenn ich einen guten Helm habe... Okay.
Ja, ich glaube, wenn ich einen guten Helm bekomme, dann. Oh. Alter. Boah, was? 64.000 für das Ding? Das sieht doch sehr zwergisch aus, aber das ist scheibenteuer. Oha. Oha. Walsgard. Alter. Schwede, 70.000. Na klar. Gut. Ich würde sagen, bis gleich. Übrigens, diese Falks hier ist eine neue Waffe, die ist letztens mit dem na, jetzigen Update dazugekommen. Sieht aus wie ein umgedrehtes Katana. Ja gut, vielleicht bleibe ich noch mal bei diesem Eisenhut hier und ich probiere vielleicht den Rundschild. Ich meine, das sieht doch sehr zwergig aus, oder? Ach komm, 500 für den Rundschild. Ja, dann nehme ich noch freundlich und Zerstörer soweit. Gut, weil, ja, das ist dann mein Zwerg, eine Handaxt und ein Rundschild. Ich glaube, das lässt sich so machen. Ja, vielleicht kann ich ja noch den Bart etwas anders machen. Was, wenn ich... Was zum... Das habe ich schon mal gehört. Was ist das? Okay, auf jeden Fall. Ja, gibt es einen Bart, der länger wirkt, wenn er... Ja, der Vollbart, wie sieht der eigentlich aus? Ach, nicht zwergig genug, gut, oder? Nee, der sieht viel zu gepflegt aus. Ich nehme doch lieber hier diesen gepflegter langer, längster. Genau. Ich glaube, ich habe schon wieder das Gesicht verändert, ne? Verdammt. Gut, ich würde sagen, dann geht's weiter.
das ist mein Zwerg. Ja, das wird jetzt eine sehr interessante Folge. Okay. Bis gleich. Ja, so, da sind wir jetzt bei einer Runde. Wir sind endlich reingekommen. Ich gehe hier ins rote Team rein. Die sind irgendwie heute weniger allgemein. Ach, wie cool. Rivale, Unterstützung zu Universal und ihre Rivale Zwerg. Zwerg und bleiben ganz allein. Gut. Ja. Wir sind gerade mal wie viel insgesamt? 9 und 9, 18 ungefähr. Genau. Ach ja, ich bin ja rot, stimmt ja. So, und? Wie sehe ich aus? Ha. So. Ach ja, ich habe Sprinten auf eine andere Taste gesehen. Oh, jetzt bin ich langsam. Alter, bin ich langsam. Oh nee. B-Brille. Jo, Alter. Achso, das ist unsere Artillerie, ne? Oh. B gedrückt. Was? Okay. Dass ich mit der kurzen Axt hängen geblieben bin. Wow. Ja, jetzt sind wir 20. Okay. Das fühlt sich langsam. Oha. Genau. Ich habe übrigens auf Shift eine Taste auf Shift habe ich die Taste gelegt, habe ich gefunden. Es gibt da so eine Taste, die finde ich sehr cool. Da kann man die Angriffsrichtung spontan ändern. Das heißt, ich muss nicht die gesamte XY-Achsen umkehren. Kann ich damit was machen? Genau, sehr gut. Ja, ich bin ein toller Kämpfer. Ich habe gegen die Sense fast verloren. Oh Mann. Hoch, wo sind die Tasten? Hilfe. Ach da, okay. So. Ich verteidige mal hier. Kann ich mich eigentlich im Gebüsch verstecken? Wie geil. Oh nee. Ich bin so klein, ich kann mich jetzt im Gebüsch verstecken. Kommt doch noch jemand gerade, oder? Nee, okay. Ich dachte schon. Aha. Zum Angriff. Was? Wow! Oh Mann, ja. Das Kämpfen liegt mir noch nicht, wie ich merke. Das heißt, ich muss mehr üben in der Zwischenzeit. Aber ja, ich dachte mir, da dieses Update gekommen ist, mache ich mal eine kleine Runde so zwischendurch, um als Zwerg zu spielen. Okay, das hat jetzt ganz gut geklappt. Das hat auch ganz gut geklappt, aber das war eher Glück. Jo, was geht mit mir ab? Oh nein. Ach verdammt. Ich hab die Reichweite unterschätzt.
Boah, aber ich habe da gerade mitgenommen. Drei hintereinander. Wow. Wow. Hä? Wieso haben die eingenommen? Wie? Nein. Nein. Bitte, braucht jemand Hilfe? Oh. Nein, geht nicht, stopp, geht nicht. Na? So. Kann ich eigentlich? Jawohl, kann ich schon. Das ist ja cool. Kann ich das wieder wegmachen? Keine Ahnung. Hey! Ah. Du kleiner! Hä? Ach komm! Was war das denn? Okay, wegen meinem Namen sehe ich nicht, was er gerade für eine zweite Waffe gehabt hat. Oh nee. Das ist aber mal schnell. Keine Frage, wie gut bin ich eigentlich geschützt? Ey. Das dürfte wohl gerne. Oh mein Gott! Stell ich mich denn an? Hä? Übrigens, ich habe etwas die Mausempfindlichkeit runtergesenkt. Für die, die es interessiert, einfach um nicht so schnell mich zu drehen. Ja. Scheint ja gut zu klappen, wie man sieht. Ah, dann gehe ich mal lieber auf Rot hier. Los. Nein, 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 nein. Gib's doch nicht. Jawohl. Jawohl. Gib's doch nicht. Mann! Vielleicht sollte ich das in der Nahkampfperspektive etwas mehr probieren. Moment, hat den Riesen, hat den Tank genommen? Keine Ahnung. So, wir bauen mal. Und mit wir meine ich mich, denn ich bin ja ein Zwerg. Ja. Komm schon, bau, 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 bau. Super. Sehr gut. Wie gut, wenn man ein kleiner Zwerg ist. Was hört von? Ey, geht denn hier ab? Oh.
aber jetzt bin ich müde. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Hey. So, geht doch. Kuckuck. Nein, ich wollte nicht hochspringen. Alter Schwede, was macht der denn da? Oh, Entschuldigung. Nein! Verdammt! Zu spät reagiert! Mann! Nein, ich wollte mich gerade umdrehen. Verdammt. Schnell, los, komm. Ey, wieso kann ich nicht? Hallo? Also geht doch. Warum bin ich so weit hinten? Nein, wirklich, warum bin ich jetzt so weit hinten? Oh, was ist das denn? Hallo? Also, was? Wow. Ah. Na gut, wir halten. 13 gegen 13, okay, das ist ein gerechter Kampf. Wow. Muss er noch lernen. Ey, was ist das denn? Muss das so sein? Oh, ist das schnell. Nein. Sehr gut. Ey. Sehr gut. Die Axt ist echt praktisch zum Bauen und zum Zerstören. Zwei in einem, sozusagen, ne? Ich sollte vielleicht reden oder... Sollte ich vielleicht auch kaputt machen. Yeah! Charge! Nein! Oh Mann! Die machen schon wieder meine Mauer, meine Barrikade kaputt. Was soll denn das? Yeah!
was los? Also geht doch. Der kleine Sneaky Peaky. Ne, ey. So. Mann, wie. Was? Wer war das? Oh. Achso, ich dachte, da liegt jemand. Hat mich schon verwundert. Na, kommt her, kommt her. Jawohl. Ne. Wie verdecke ich eigentlich mit meinem Schild? Nein, ich drehe mich wieder zu schnell, habe ich das Gefühl, oder? Okay, ich nehme mal hier die Dingsperspektive, genau. Ah, wo war das? Okay. Oh, Entschuldigung. Hey. Nein. Oh mein Gott. Ah, gut, dann eben halt hier. Menno. Ben. Du bist mit dem Turm verteidigen. Mit dir meine ich mich immer. Immer. Dammit. Na gut, noch kommt keiner hier mit dem Bombenfass. Das sind ja zwei, okay. Ein Zwerg kommt selten ganz allein. Na Moment, da sollte ich nicht singen, wenn ich alleine bin, glaube ich. Ja, hey, juhu. Ah, B? Ah, jetzt. Ja, doch, okay. Ja, ich habe 7 Kills geschafft. Und das nur, weil ich irgendwie dabei war. Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, bei Aufnahmen mache ich mich immer schlechter, als ich sonst eigentlich bin. Ich geh mal raus. Ach ja, die haben ein bisschen das Menü und so verändert. Gut, das war die kurze Zwischenrunde mit Zwergen spielen. Ich hoffe mal, dass die Performance in Ordnung ist, auch in der Aufnahme. Jetzt war das ja eigentlich ganz gut, aber ich habe so das Gefühl, dass ich, wenn ich Multiplayer aufnehme, dass ich dann mich manchmal blöd anstelle, habe ich das Gefühl. Oder das kommt mir einfach so vor, weil ich aufnehme. Und in Wirklichkeit sterbe ich normal gut, oft, wie ich sag mal offline auch, ohne Aufnahme. Ja. Das Werk war ganz lustig. Ich hatte das Gefühl, man hat mich zweimal verfehlt oder so. Aber gut. Das war's für diese kurze Zwischenrunde Mordhau. Ich glaube, ich werde im Großen und Ganzen Mordhau nicht weiterführen als Let's Play.
Warum? Weil es A, theoretisch doch unendlich geht und B, ich habe das Gefühl, ich mache mich ohne Aufnahme wirklich besser. Da bin ich halt mehr mit mir zufrieden, okay? Und ja, das gesagt, kann sein, dass ich noch vielleicht das Tutorial mache, weil das haben sie ja auch etwas verändert. Und bis dahin, wo ist mein Gold eigentlich? Hier, ne? Da! Und bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und mal gucken, wann die nächste Folge Motau kommt. Mal schauen, ich hab keine Ahnung. Tschüss. Und mögen die kleinen Gimlis mit euch sein.